Guten Tag, der Herr. Ich übernehme, du machst jetzt hier. Okay. So, nehmen Sie, stecken Sie bitte die Waffe weg. Zeigen Sie mir mal bitte Ihren Polizeiausweis. Ja, ist überhaupt kein Problem. Sehen wir aus wie gefakte Polizisten oder was? Weiß ich nicht, tut mir leid. Also, ja, aber zu zweit mit Fahrzeug. Sie müssen das sich ausweisen können, als Polizisten. Ja, dann machen wir das mal. Ich hol mal, wo habe ich den denn? Bitteschön. Ach, ich hab ihn ja sogar in der Brust stecken. Schauen Sie mal an meine Brust, da steht's. Okay. Das ist meiner. Nagelneu. Er hat sogar noch. Ah. Noch verschweißt. Wunderbar. Können Sie die Maske auch mal runternehmen? Das wäre wunderbar. Natürlich. Loco, allgemeine Personen- und Verkehrskontrolle da mal beim Herrn durchführen. Ne? Natürlich. Ich schau zu. Gut. Jo, wie Sie gehört haben, ist eine allgemeine Personenverkehrskontrolle. Ihren Personalausweis hätte ich gerne als erstes, damit ich weiß, mit wem ich spreche. Ja, im Moment, da muss ich Missionskarte, Führerschein, Waffenschein. Ja, ah, ja, hier ist ja der Personalausweis. Mhm. Ist er. Wunderbar, dankeschön. Gut. Sieht schon mal gut aus. Waffenschein haben Sie auch dabei, Führerschein. Herr Kopper. Genau. Jetzt mal die Papiere zurück, nicht, dass wir das vergessen nachher. Danke sehr. Gut. Darf ich fragen, warum Sie maskiert und bewaffnet unterwegs sind? Maskierung für meinen eigenen Schutz vor der Identität, damit jeder wissen soll, wie mein Gesicht aussieht, zu meiner Stimme. Okay. Und des Weiteren bewaffnet, weil hier gerne mal Rebellen rumhantieren und ich ohne Bewaffnung mich schutzlos fühle, okay, da die Polizei auch gerne mal im Ernstfall zu spät eintrifft. Deswegen kann ich nicht bestätigen. Deswegen trage ich für meine eigene Sicherheit eine Pistole und eine MK16 bei mir dran. Ja gut, Waffenschein dafür haben sie ja. Aber das mit der Maskierung, naja, okay, ich kann es gewissermaßen verstehen, aber Sie wissen schon, dass die Maskierung illegal ist, so an sich. Das ist ja das. Also ich, sagen wir es mal so, die Maskierung hatte ich schon eigentlich bis jetzt bei jeder Kontrolle an, auf. Wurde bei mir bis jetzt noch gar nicht erwähnt, dass ich die, in dem Sinne so, illegal ist, alle Einheiten, aber das vor allem die ich denke mal, aus meiner Sicht ist es eben das Recht, dass er nicht sofort jeder sehen soll, wie das Gesicht von einer Person aussieht. Oder einfach zur Schutz vor der Identität. Aber ich muss schon nicht jeder sehen, okay, ich renne mit meinem Gesicht mit einer Waffe rum, mit einer Scharfen, genauso wie mit einem Taser und mache meinetwegen gerade Eisen. Das muss ja nicht jeder erfahren. Ja gut, aber wenn Sie von der Polizei angehalten werden, dann können Sie sich ja doch mal runterziehen. Ich meine, ich verstehe ja, dass Sie meinen ja eben, es könnten ja auch ja, Falschpolizisten sein, aber ich denke, weiß nicht, also ich finde uns schon sehr offensichtlich, dass das jetzt, naja, gut, wollen wir mal drüber hinwegsehen, ist ja jetzt auch keine so sonderlich schlimme Sache. Gut, haben Sie was dagegen, wenn ich mal kurz einen Blick in Ihr Auto werfe? Und ja, natürlich, ich komme gerade Blick einfach nur. Oh, natürlich. Kommt aber gerade relativ schnell angefahren vom Berg. Meinen Sie jetzt wir oder Sie selbst? Ja, Sie. Also ich bin meine 100 km/h gefahren. Ich glaube, wir waren da auch nicht sonderlich drüber, also mich sehr gewundert haben. Ja, sieht aber gut aus. Oh, ist gefährlich hier. Gut, dass Sie rechts rangefahren sind. Na gut, soweit sehe ich jetzt keine Beanstaltung sonst am Fahrzeug auch nicht. Worin wollen Sie noch unterwegs, wenn man Sie fragen darf? Ich will Sie nicht aushorchen, aber bitte nicht falsch aufpassen. Ich wollte mit dem Mitglied von den ADAC-Leuten sprechen, weil ich
die mir noch einen Gefallen machen müssen, beziehungsweise eine, gegen eine kleine Gegenleistung. Aber naja, das kommt halt vor. Okay. Na ja, gut. Zeitfenster auch noch entstanden. Die Papiere hat schon wieder gegeben, ja. Gut, genau. Dann, wieder sozusagen dann mehr oder weniger, seien genau. Sie vorsichtig und ja, wünsche ich Ihnen noch eine gute Fahrt. Halt, jo, kleiner Tipp, falls es Ihr Kollege nicht gemacht hat, damit Sie es ja nicht unbedingt jetzt hören, wegen der, ob ich gesucht bin, Warnungsliste und so weiter. Weiß nicht genau, ob Ihr Kollege das gemacht hat. Nein, der ist bei 15 nach wie vor. Würden Sie vielleicht beim nächsten Mal erwähnen. Der wurde mal runtergesetzt, falls du sie mitbekommen hast vor ein paar Wochen. Ja, hatte ich mitbekommen, ich dachte jetzt nicht. Gegenhandel wäre jetzt Swatch-Kontakt. Okay, gut, danke schön. Kann ich noch überprüfen, also Sie wissen ja noch meinen Namen, also... Jo, ich hab's gerade schon nachgesehen, ist alles in Ordnung. Das ist dann okay, ich das hier. Sind Sie nicht drauf? Haben Sie vor, drauf zu landen, oder? Ich war drauf. Oft genug schon. Oft genug. Gut, dann seien Sie in Zukunft mal ein bisschen, ja, weiß nicht. Gesetzestreuer wäre hilfreich, auch einfacher für Sie im Endeffekt. Wenn man sein eigenes Leben verteidigen muss, muss man halt teilweise die Gesetze brechen. Ja gut, aber die Sachen, wenn das zu Notverhandlungen kommt, kann man das ja auch in der Regel alles klären, wenn man sich dann direkt bei den Behörden meldet. Das war echt Kampf. Ja. Kannst du mal ein bisschen kurz das Labor mit der Geheißheit dich schon wieder nicht. Ja. Bis dann. Gut, dann. Schöne Strafe noch. Gute Fahrt. Singen, und lange Tag noch. Nicht, ob jemand drin sitzt. Ne, ist leer. Schau mal, ob gerade jemand rausgeflogen ist. Einsatzleitung für 5, komm. Leitstelle. Einsatzleitung, ja. Leitstelle. Wo sind wir hier? Asballe? Ortsausgang Asballe, komm, komm, los. Ortsausgang Asballe, ein führerloser LKW steht mitten auf der Straße. Wir haben das hier abgesperrt und sichern hier. Es gibt einen ADAC zu Noten, wenn da keiner sich wieder einloggt. Ich glaube, es kommt der Lauerfeuerstein, die kommt gleich. Wo sind Sie und welche Farbe hat der LKW? Blau, hellblau, das ist der von der Feuerstein, die ist gerade rausgeflogen. Okay, ja. Ich funke auf unserem kleinen Kanal, komme im Auto hier ran. Fünf für Leitstelle, komm. Fünf hier, höre. Versuchen, den LKW abzuschließen und zu zwei zu kommen. Stehen. Kann keine Himmelsrichtung sagen, hab keinen Kompass im Heli, sorry. Dann hier aus. Zwei für Leitstelle, komm. Drei für Leitstelle. Mit Energy Drinks. Bitte einmal rechts von Ihnen in den Wald reinfahren, dort auf Standby gehen und auf weitere Befehle warten kommen. Worauf warten wir? Heli, bitte weit, ein bisschen weit weg. Funkkontakt zu...
gehst rechts, Loco, stell dich auf leise. Habt ihr meinen letzten Spruch jetzt gehört oder nicht? Positiv. Streifen für alle, ich habe lediglich Sichtkontakt am Offroader. Der Wald scheint sauber zu sein, komm. Hier Streife 5, Entwarnung, alles unter Kontrolle. Wunderbar, dann alle zurückziehen, normale Streife wieder aufnehmen, danke für die Aufklärung. Ende. Ich weiß es nicht. So, schau dir an. Na dann. 5 für Leitstelle. Hier, 5, komm. Fragt aber nochmal nach, warum die auf Streife 2 nicht reagieren, bitte, komm. Verstanden. Was ist los? Habt ihr nichts zu tun hier, oder was? Nein. Wir wurden zu euch gejagt, weil ihr im Funk nicht erreichbar seid. Einer von euch hat ja auf der Funkfrequenz zu bleiben. Ich meine, der letzte... Funkfrequenz. Wir haben die ganze Zeit geredet mit dem Herrn. Ja. Ja, warum habt ihr nicht geantwortet? Die Latsche hat euch ungefähr 10-mal gerufen. Ehrlich gesagt nicht gehört, nö. Nicht. Ja, der Punkt ist, einer der letzten Funksprüche war halt, verfolgen einen Offroader im Wald. Einen Rebellen-Offroader, glaube ich sogar. Wir haben gesagt, wir wüssten nur nicht, was es für einer ist. Also alles supi hier, mein Geist. Ja. Ja, also große Panik losgebrochen. Hatten die Kameraden etwa Angst um uns? Ja, ich nicht. Ja. Ja, ich tue jetzt mal so, als hätte ich. Ja. Weil ich noch neu bin. Ja. Bin jetzt umgebratzt, wenn ihr Waffe in der Hand gehabt hättet. Nein, Spaß. Was ist das denn hier? Wir stehen hier beide mit Taser in der Hand. Ja. Alles supi. Alles gut. Alles supi. Oh, ist das steil. Streife 4 hat gerade durchgefunkt, dass von der Kohlemine zur Kohleverarbeitung 3 LKWs unterwegs sind, die man gerne mal kontrollieren könnte. Deshalb bleibt die. Negativ, das hat Streife 4 nicht gesagt. Streife 4 wollte nur informieren, dass doch 3 LKWs unterwegs sind. Die Herren haben wir bereits gerade kontrolliert und nur falls jemand ein Auge drauf haben könnte, dass dort nichts Schlimmes passiert. Alles klar, dann habe ich es falsch verstanden. Streife 5 haben mitgehört. Streife 5 verstanden, Ende. Guten Tag. Der Nachricht war nicht von mir. Jetzt gerade eben, oder? Nee, auf dem Weg hierhin haben wir es bekommen, nicht weit von hier weg. Okay. Wir sind schon querfeld eingegangen, also wir haben gesehen, dass ein Hubschrauber die ganze Zeit gearbeitet hat über uns. Relativ weit oben. Ja gut, unser Hubschrauber ist aber auch in der Richtung, also. Ja, ich wollte es halt nur gesagt haben, also. Mhm. Ja gut, ja, wir sind ja hier vor Ort, denk mal, können erstmal den Geschäften nachgehen. Leitstelle für 5 kommen. Leitstelle hört. Lastwagen augenscheinlich der Organisation HF angehörig. Ich warte noch auf Rückkehr meines Kollegen, dann überprüfe ich den mal. Ach so, verstanden. Ende mit der Überprüfung. Noch einen Moment warten, bitte komm. Natürlich, verstanden. Wer hatte vorhin an der Kohleverarbeitung die LKWs kontrolliert, komm? Das war Streife 4. Streife 4, gut. Waren das HF-LKWs oder von eindeutig von IHV, komm?
Das waren HF-Persönlichkeiten, die sich diese LKWs von der IFA ausgeliehen haben. Alles klar, so verstanden. Ende. Streife 5 von Leitstelle kommen. Streife 5 kommen. Kontrollieren braucht ihr die nicht. Es ist alles in Ordnung mit denen. Einfach ein bisschen Augen offen halten. Nicht, dass denen was passiert, kommen. So verstanden. Super, wir gucken uns den mal an, wer da noch gekommen ist. War da nicht ein Rebellenfahrzeug oder sonstiges? Ja. Bitte? Nabend. War da kein Rebellenfahrzeug bei euch in der Nähe? Nö, nur ein Hubschrauber, der über uns gab, war das. Achso, dann wart ihr das. Oh, ich muss essen. Eis? Nö, schon wieder. Oh. Hm. Was denn? Ich bin heute gestalkt. Ist ja richtig was los hier heute. Alle 5 Minuten sehe ich andere blaue Menschen. Oder sind die schwarz? Meinen Sie mich? Wenn blau bin ich, ja. Bin raus, machst du die alle schwarz. Nachts sind alle Katzen grün. So dunkel, ich sehe das nicht. Alle grün, okay. Ja, mit Nachtsichtgerät sind sie alle grün. Ach, die schmeißen sich so drauf. Ich fahre die meistens platt, was? Bitte? Ist schon gut. Das habe ich jetzt mal gekonnt überhört gerade. Ich bin gekonnt der Frage ausgewichen. Mr. Gump! Ach was. Der hat mir eben eine SMS geschrieben. Ja, hohes Verständnis. Aha. Also, ich habe mich schon gewundert, so unbedingt fragen und so und dann doch nicht und hey. Ja. Alles klar. Falsche SMS, falsche, falsche Person. Falsche SMS oder falscher Inhalt? Falsche Person. Falscher Empfänger, vermute ich mal. Ja. Ah, da ist jetzt so, ne? Hab mich ja schon fast gefreut, so. Meine Freunde und so. Polizei ist doch immer ihr Freund. Ey, Spaß. Das ist überhaupt keine Frage. Ich hab's doch nicht. Warum haben die mich nicht eben gerade abgeholt am Großhandel, wenn ich sie gebraucht hätte? Frau Feuerstein, wir haben auf Ihren LKW aufgepasst. Ja. Oh, ach, Sie waren das. Von der Straße. Okay, danke. Kein Problem. Wieso stand er mitten auf der Straße, Nina? Mit doch, laufendem mitten Motor, auf mitten auf der Straße. Offen. Ja, ich musste ganz schnell wegrennen. Also, mir war nicht gerade wohl. Winkeln. Da haben Sie nicht den Wagenschlüssel mitgenommen? Wieso war der offen? Der war nicht offen. Der lief ja sogar, der Motor. Offen. Ja, das musste schnell gehen. Aber es war offen. Ja, sehr schnell. Ich kenne das, wenn ich von der Raststätte mal schnell. Budi, ich hab dir den Schlüssel gegeben für meinen. Ist ja doch noch alles gut ausgegangen im Endeffekt mit dem Laster. Wir sind ja zwei nette Polizisten, hier wird uns doch keiner beklauen, oder? Sollte mal versuchen. Ich fange auch an, deinen zu verarbeiten. Und da wäre ich mir nicht so sicher. Klaus, kann ich auch noch deinen Schlüssel haben? Ja, Moment. Ich glaube, der Herr Gampf, der klaut auch gerne Kohle. Er hat doch ja schon gestanden. Hm? Wer ist das? Ja, was? Ganz was? Üble Verleumdung hier, die ich hier höre. Also bitte. Ey, Quatsch. Ich habe in die Kohle Geben Sie Ihrer Kohle jetzt schon Namen? Ja, das war die Elfriede. Okay. Wer ist denn bei der Arbeit, Chips? Ich frag mich das auch gerade. Jetzt steht der Schlüssel. Ich kann den gar nicht mehr weitergeben. Ich hatte nämlich nur den Ersatzschlüssel. Den kann man wohl nur einmal weitergeben. Schließt doch die Kamera. Feuerstein, ich helfe ihm mal einladen, ja? Ja, gibst du mir den wieder? Gib ihr ein bisschen Kohle vom Herrn Johnson. Der kann das abgeben. Ja, der hat den Laster extra abgelassen. Herr Gump, ich kann nachher mal zurücksetzen. Dann muss ich leider über Ihren Fuß fahren. Das tut mir voll leid. Ja, da geht mein Finger voll auf den Party-Modus an der M4. Party-Modus? Ja. Vorher. Ja. Dann muss ich dann auch mal Party-Modus machen. Dann habe ich schon mal ein Telefonnummer, die ich anrufe. Und dann, Ja, ich bin so verstanden. Also langsam mache ich mir bald Gedanken bei Ihnen.
Feuerstein, wir haben jetzt 9 fremde Kohle bei sich im Fahrzeug vom Herrn Ehrlich? Johnson. Ja. Oh, danke. Ist ja nicht fremd, aber bei dem Fahrzeug ist. Ist ja ihre Kohle. Ja, ich glaube, ich tot. Leitung für 5, bitte kommen. Wollen Sie sich mal los, Herr Gamm? Hummingbird mit 2 Personen auf der rechten Seite außen sitzend in Richtung ich glaub, die saßen links. Nordosten. Von der Kohleverarbeitung her. Komm. So, verstanden. Wenn Sie noch irgendwie können, halten Sie mal ein bisschen ein Auge drauf. Wenn Sie den nochmal sehen, mal gucken, wo der landet oder sonst irgendwas kommen. Hat mittlerweile das Sichtfeld verlassen, aber ansonsten, wenn, werden wir ein Auge drauf halten. Verstanden. Hier 5 kommen. Wie lange brauchen die netten Herren denn noch zur Verarbeitung oder setzen sie sich gerade eben in Bewegung? Komm. So wie es aussieht, setzen wir uns jetzt gerade in diesem Moment in Bewegung. Komm. Wunderbar. Einmal bitte vorne wegfahren, die Herren hinter ihnen im Auge behalten ein wenig und einmal eskortieren bitte. Komm. Verstanden. Fahr du mal kurz, ich muss mich halt drauf setzen, schnell. Ja. Leitstelle für 5, komm. Leitstelle, Rad. Loco hier, ich hab ad hoc die Führung des Konvois übernehmen müssen. Das Ziel bitte mir nochmal neu angeben. Das Ziel kann ich Ihnen nicht angeben, das hätten Ihnen die Herren angeben müssen, aber ich vermute, dass Sie den südlichen Großhandel anpeilen und direkt verkaufen werden, Ende.